habe gesehen, was du für den Dichter getan hast. Seine Gedichte sind von großer Schönheit, aber sie entstehen aus einem Schmerz heraus. Alles klar. Lass uns zurück nach Mauswald reisen. Glaub mir, dieser Wald ist nichts für dich. Die Füchse hier sind nicht so nett wie ich. Außerdem möchte ich sehen, ob schon jemand Ulis Spezialgebäck probiert hat. Oder ob Plato endlich genug Mut zusammengerafft hat, um mit Anja zu sprechen. Wow, woher weißt du das denn alles? Du wärst überrascht, was man alles mitbekommt, wenn man sich in eine Statue verwandelt. Also warst du es, die mich beobachtet hat? Was hat sie denn? Das war Nagel Nummer 3. Nein! Ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Sie hilft dir vielleicht besser zu verstehen. Fürchte dich nicht, aber sei vorsichtig. Der Waldschrat hat dir eine Geschichte gegeben, um sie dir anzuhören. Klicke auf Bonussammlung im Inventar Spielmenü. Ich soll die Geschichte lesen? Was das nur alles zu bedeuten hat? Dieser Frage gehe ich nach, Jerry. Der Marquis. Hä? Wo sind sie? Noch immer im Haus des Magiers. Du hast den Zauber der Füchse erlernt. Das hast du sehr gut gemacht. Füchse sind schwierig, aber sehr faszinierend, nicht wahr? Ja, aber was soll ich jetzt machen? Im Nordwesten gibt es einen kalten Baum. Er führt ins ewige Eis. Dort wirst du deinen nächsten Zauber finden. Suche nach dem Zugang zum kalten Baum in den Wipfeln im Nordwesten. Reisende, die des Weltenwanderns mächtig sind, sollen sich dort oben niedergelassen haben. Na gut, aber ich würde doch gern bald kurz nach Hause gehen. Darf ich? Hallo? Einfach. Er hört mich wohl nicht. Wie dreist, ey. Okay. Die Musik wird auch langsam ein bisschen übler, muss ich sagen. Was ist das für eine blaue Rübe? Eine blaue Wurzel. Nimmt er nicht mit. Ist egal. Gut. Die Fuchsstatue, Wildkasten im Sumpf, Plato und Anja. Oh, das sind doch... Kann ich nicht drauf? Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ein Nagel, auf jeden Fall. Dieser Baum ist den Füchsen eine Straße.
bin ich hierher gekommen. Das verloren. Doch du kannst es wiederfinden. Okay. Wir hören uns mal die Geschichte an. Vielleicht hilft die ja ein bisschen. Das würde mich ja mal interessieren. Hörbuch. Ah, wir haben uns noch gar nichts davon angehört, oder? Ich weiß das nicht mehr. Haben wir uns überhaupt schon irgendwas davon angehört? Auswahl, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir wollten uns das anhören, wenn wir durch sind mit dem Spiel. Gut. Jetzt habe ich auch noch auf das Falsche geklickt. Ich bin gerade ins Hauptmenü zurückgegangen. Ja, dann wollen wir mal zu dem, was heißt Totenbaum oder was war das? Die Pilze sind gewachsen. Eine Treppe. Ja, dann mal hoch da. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Ah, hier sind wir. Stimmt ja. Da waren wir doch schon mal. Was war denn mit dem Nachtfalter? Fräulein Motte? Nein. Keine Nichtflügler. Okay. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Ah. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Dann würde ich mal sagen, der Fuchszauber. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Doch. Ah, geht doch. Oh, wow. Irgendwas kribbelt bei mir. Was passiert jetzt? Des Lichtes groß. Flügel aus meinem Rucksack. Ja, dir auch. Für wahr. Du hast ein wunderbares Flügelpaar. Ach ja? Verzeih, dass ich sie vorher übersah. Wir dachten schon, wir wären die einzigen vernunftbegabten Flügelträger in dieser uns zur Heimat gewordenen Fremde. Ich kann die Flügel fühlen, aber ich glaube, ich bilde sie mir nur ein. Und die Nachtfalterin sieht sie auch. So fühlt es sich also an, wie Kitsune zu sein. Aber was wohl ihre richtige Gestalt ist? Und was sie wohl gerade macht? Ob ich sie bald mal wiedersehe? Du stehst mit dir selbst im Dialog, Einheimischer. Priesterin Phosphora wartet im Tempel. Sie wird sich freuen, einen einheimischen Nachtfalter begrüßen zu dürfen. Okay, ich lauf dann mal durch. Okay? So folge dem Weg, der dir gewiesen. So wie auch wir es tun. Okay. Dann wollen wir da mal durchgehen, ne? In den Tempel der Nachtfalter. Oh, jetzt sind die Blätter weg. Ist das kalt hier? Ui. Oh, das muss die Priesterin Phosphora sein.
Ahem. Was für ein Geräusch machen Motten überhaupt? Schöne Nacht heute, nicht? Meine Augenfacetten. Täuschen Sie? Geht dort ein Nachtfalter? Genau. Hespera hat dich eingelassen, aber es geht ihr gut. Es liegt in der Luft. Du musst ein wohlgesinnter Nachtfalter sein. Das bin ich. Klar. Für einen Moment hatte ich befürchtet, der Zauber würde nur bei einer Motte auf einmal wirken. Von wo kommst du? Unsere Gemeinschaft bist du nicht angehörig. Zudem deine Maske. Du trägst sie nicht. Ja, ich bin von ganz weit weg. Sei uns willkommen. Doch wisse, nur die Not hält uns noch in diesem kalten Ort. Ich würde sagen, hier ist das die geflügelte Statue. Das ist doch bestimmt die Königin oder so, ne? So, was haben wir denn hier? Flachsbüschel. Ein Büschel Flachs. Vielleicht ein Staubwedel. Ich leih mir den mal aus. Ja, warum nicht, ne? Klau mal, Junge, klau mal. Wir sprechen mal mit dem Objekt da hinten. Du hast etwas verloren. Doch jemand anderes sucht schon danach. Oh. Sind das neue Infos? Ich glaube ja. Paister Baum. Oh Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich war Platos Fahrrad deshalb unten in der Pfütze festgefroren. Die Kälte scheint direkt aus dem Baum zu kommen. Ja, doch, kann natürlich sein. Geflügelte Statue. Ist das jemand von euch? Ein Abbild unserer hohen Priesterin. Sie sieht sehr hübsch aus, wie der Mondschein. So war sie immer. Und sie wird es wieder sein, wenn sie erst geschlüpft ist. Woher wisst ihr das, wenn sie doch noch in dem Ei ist? Sie kommt und geht wie das Mondlicht. Wir kennen sie und bald kommt wieder ihre Zeit. Aha. Was ist denn hier unten drin? Tontopf mit Erde. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Gut. Flachsbüschel. Das muss nicht geflachsbüschelt werden. Das muss nicht geflachsbüschelt werden. Okay. Mehr kann ich auch hier gerade gar nicht machen, würde ich sagen. Schwindelerregender Abgrund. Das habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Vielleicht sollte ich ein Steinchen hinunterwerfen, um zu hören, wie lange es dauert, bis ein Plopp zu hören ist. So kann man nämlich feststellen, wie tief dieser Abgrund ist. Oh, aber was ist, wenn ich eine Maus am Kopf treffe? Außerdem bin ich ja jetzt Magier. Also müsste ich einen Kugelblitz runterschicken, um zu sehen, wie lange er braucht. Aber das würde eventuell vorbeilaufenden Mäusen noch weniger gefallen als der Stein. Das könnte natürlich sein. So, haben wir hier denn irgendetwas? Ein Flachsbüschel. Das muss nicht geflachsbüschelt werden. Ach, guck mal, das funktioniert, okay. Fast. Was habe ich denn jetzt? Langer Pinsel. Jetzt ist es wirklich ein großer Pinsel. Was kann ich denn jetzt mit dem Pinsel machen? Hm.
Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Das braucht keine besondere Würze. Was ist denn mit der Nachtfalterpriesterin? Nochmal. Oh, habt ihr ein Portal, das ich benutzen kann? Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Was bewachst du da so aufmerksam? Das würde mich interessieren. Was bewachst du da so aufmerksam? Es ist der letzte Lichtstrahl. Wir sind die letzten Nonnen der Mondlichtgemeinde. Und wir erwarten die Ankunft unserer Hohepriesterin, die unter einem guten Stern gelegt worden ist. Die lichterfüllteste Nachtfalter unseres Kreises zeugten sie. Wir werden es Mondschein nennen. Mondschein? Schöner Name. Seid ihr die einzigen beiden hier? Seid ihr die einzigen beiden, die hier leben? Einst waren wir viele. Wir labten uns am Nektar, dem Licht des Mondes, unseren Legenden und der Schönheit der Düfte. Doch die graue Flut kam über eine Welt, in der wir lebten, die Kälte über eine andere. Ihr seid also nach Mauswald geflohen. Dieser Ort ist voll mit Vibration des alten Lebenslichts. So haben wir einen Tempel für die Kraft, die wir brauchen, errichtet. Doch der graue Berg am Horizont kündet von Unheil für diese Welt. Wo ist denn... Nein, wieso tragt ihr solche Masken? Wieso tragt ihr solche Masken? Wie der Mond verdecken wir unsere Züge. Denn nur durch das in sich kehren kann man seinen Geist erneut verpuppen. Sie symbolisiert die Abkehr von der Welt und die Zukehr zum inneren Licht. Okay, aber sag mir, was ist denn die graue Flut? Die graue Flut? Die anrollenden Giganten sind das erste Zeichen, scheinbar friedlich. Doch dann fließen Massen aus ihrem Schlund. Niemand entkommt. Weder Pflanze noch Tier, denn jene Masse verhärtet sich, auf dass sie nie mehr freigibt, dass sie unter sich begraben hat. Erinnert mich irgendwie an Zement. Ob sie davon spricht? Vielleicht, aber erzähl mir doch erstmal, wo der Rest von euch ist. Wo ist der Rest von euch? Angelockt vom grauen Berg, von Gestank und Krankheit kamen die Krähen. Es wurden zu viele. Und das Ungute in dem, was sie aßen, das in ihre Federn sank, ließ sie ganz sich selbst vergessen. Unsere Flügel ähneln der Rinde der Bäume, doch sie sind lange nicht so hart. Okay, aber lass uns ja mal das Thema wechseln. Lass uns das Thema wechseln. Habt ihr ein Portal, das ich benutzen kann? Habt ihr hier ein Portal, das ich benutzen kann? Die Kälte an jenem Baum bricht in der Tat aus einer anderen Welt hervor. Nunmehr vermag nur das warme Licht unserer Hohepriesterin, die in meinen Armen ruht, diese erkaltete Verbindung zu öffnen. Aha. Doch ihr Licht ist schwach. Sie weiß, dass wir bald aufbrechen müssen. Doch ohne Nahrung besteht wenig Hoffnung, dass sie je fern von hier aus ihrer Schale bricht. Was braucht ihr denn als Wegproviant? Blumensamen. Blumensamen? Das kann ja nicht so schwer sein. Sag das nicht. Sag das nicht. War nett mit dir zu reden, aber danke. War nett mit dir zu reden, aber ich muss da mal andere Insektensachen machen. Kehre zurück, wenn es dir gelingt, aber warte nicht zu lang. Von überall kommen Lichter, die blenden und uns von hier fortziehen. Weißer Pfeffer, Hagebutten. Wir packen Hagebutten rein. Cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos.
Ja, anscheinend. Die habe ich schon die ganze Zeit und es bringt einfach mal nichts. Pfeffer. Das braucht keine besondere Würze.